Comedy Central Podcast. IIS, die Idel und Ingmar Show. Abonnieren, Leute, abonnieren. Abonniert man. Das Internet erzeugt durch seine Algorithmen eine Illusion von Informiertheit. Josef Klapper hat 1960 die Verstärkerhypothese für Massenmedien entwickelt. Das Internet als Lean-Forward-Medium führt zu einer noch stärkeren Selektion, wodurch sich Ein- und Unbildung verstärken. Und damit willkommen zurück zu IIS. Ist die Birne in diesem Glühwein? Was hast du denn da vorhin? Wir müssen vielleicht kurz erklären, dass wir hier bereits seit 7 Stunden sitzen und Idel 17 Glühwein-Intus hat. Denn diese Sendung ist eine Aufzeichnung, wie jede Sendung, aber diese Aufzeichnung ist direkt nach der anderen Sendung aufgezeichnet, also weiter aufgezeichnet. Das heißt, wenn ihr das jetzt seht, ist es bereits eine Woche alt. Im Fall eines Atomkriegs nicht mehr aktuell. Genau, der Atomkrieg, den wir jetzt auch gehabt hätten, haben können, ist nicht eingetreten, obwohl... Stell dir mal vor, wir labern so einen Scheiß. Ey, hör auf. Und nächste Woche drückt Donald auf den Knopf. Ey, du hast recht. Einfach so. Ey, auf Holz. Ey, bitte auf, richtig auf Holz. Mm. Traust du ihm das zu? Das ist schwierig. Nee, ach nein. Man weißt darf du, ihn warum auch nicht... das Narzissten nicht machen würden? Weil dann wären sie ja nicht mehr da. Ja, eben. Es gibt kein Feedback mehr. Es gibt keiner mehr auf Twitter, der irgendwas noch schreibt. Genau, würde. Es passiert nichts mehr, wenn er das tut. So. Nee. Also, nee, ach nee, glaube ich nicht. Aber wir haben euch ja versprochen, dass wir aufklären, was es mit dem Mistelzweig auf sich hat. Korrekt, hier hängt ein Mistelzweig was über uns. Was ich sehr interessant finde, dass du überhaupt keine Ahnung von dieser Mistelzweig-Sache hast. Null, Wie kommt das? Keine Ahnung, was ist es denn? Hat es was Religiöses? Tatsächlich, nee, es ist eine amerikanisierte Geschichte. Tatsächlich. In Amerika ist es folgendermaßen: Man hängt über die Türen Mistelzweige auf. Also wir haben Mistelzweig über uns hier hängen. Warum? Freue dich, dass er nicht genau über uns hängt. Weil wenn zwei Menschen, Weibchen und Männchen, zufällig unter diesem Mistelzweig stehen, müssen sie sich küssen mit Zunge. Das hatten wir ja eigentlich für 21 geplant. Das hatten wir vor 21, da brauche ich aber noch ein bisschen mehr Glühwein und Inge auch. Inge braucht Crack, ich brauche Glühwein dafür. Aber da wir ja quasi neben dem Mistelzweig sitzen, wir wollten euch eigentlich ja auch nur erzählen, okay, wir haben eine sehr hinterhältige Produktion, ist es wie es ist. Sie meint, sie wollten uns in einen Zungenkuss locken? Sie wollten uns in einen Krankheitszustand locken. Faschiste? Aber woher kommt das? Was ist das? Irgendeine religiöse? Glaube, nein, es ist was Amerikanisches. Ich kenne das tatsächlich von den ganzen Filmen, dieses ganze irgendwie Weihnachtsfilme. Ich glaube, in fast jedem amerikanischen Weihnachtsfilm kommt diese Mistelzweignummer. Und dann machen sie halt einen Gag draus, indem sie den Mistelzweig immer auspacken, wenn sie einen sehen, den sie gut finden. Übrigens, das habe ich doch gar nicht erzählt, ne? Du hast mir ja dieses Auge geschenkt. Ja. Das Auge hängt ja bei mir im Flur, auf Türhöhe sozusagen. Ja. Und ich bestelle ja immer Essen bei Volt, Lieferservice. Lieferservice Volt, und ich mache die Tür auf. Mhm. Der reicht mir das Essen rein, der guckt rein, der sieht das Auge und sagt: Bruder, du hast Auge hängen. Ey, krass. Echt? Ja, und geht und freut sich. Und ich denke so: Ja, okay, ja. Hast du gesehen, was so eine kleine Dinge, aber also, dass du es auch aufgehangen hast. Und dafür liebe ich halt Dinge, weißt du? Ich bin da. Voilà, voilà. Ich eigne mir an. Er ist der Beste, siehst du? Und ich eigne mir an. Okay, Inge, langsam. Langsam. Nicht, dass wir wieder im Kolonialismus enden. Langsam. Verstehst du, was ich meine? Nein, aber das sind so Sachen. Und das ist doch irgendwie geil, oder nicht? Ja, ja. Weil du warst auf einmal Bruder. Genau. Vorher war gar nichts. Und dann war ich auf einmal Bruder. Du hast Auge. Ja. Und das war okay. Hab ich gesagt, okay, ja. Ich hab auch 7 davon. Ja, wegen Idel. So, das ist die letzte Sendung für 2020. Manu. Wir kommen aber, weiß jemand, wann wir wiederkommen, weiß man nicht, aber wir kommen im nächsten Jahr auf alle Fälle wieder. Ja. Wir machen ein bisschen Pause. Ja. Wir könnten jetzt natürlich, wollen wir jetzt auf dieses beschissene Jahr zurückblicken? Oder wir haben letztes Jahr haben wir ja recht. Wir können zurückblicken, aber wollen wir nicht eine Challenge eingehen? Welche? Wer von uns mehr abnimmt? Bis wann? Bis wir wieder da sind. Was willst du denn in 3 Wochen abnehmen? Wie, über Weihnachten bist du komplett irre. Das ist ja gerade die Challenge. Ja, wollte gerade sagen. Das ist so. Und dann gebe ich mir, ich weiß genau, was passiert. Ich gebe mir Mühe, ich komme hier mit 50 Kilo weniger rein, freue mich des Todes und du sagst, Inge, tut mir leid. Ich habe 15 zugenommen. Ich habe es nicht geschafft. Es war so lecker. Ich hasse dich. Was soll das? Du wolltest mich einfach nur leiden lassen. Du hast selber einfach die Festtage genossen. Oh, aber der Gedanke, da zu sitzen und zu essen, während du da sitzt und im Ehrgeiz getriggert bist. Und deine Mutter sauer ist, weil du nicht isst von dem, was sie gemacht hat. Ach Gott.
Okay. Wie laufen denn die Feiertage dieses Jahr bei dir? Also pass auf, was bei mir auf jeden Fall Gesetz ist, ist wirklich Gesetz. Mein Vater hat früher immer, der hat ja bei der BVG gearbeitet, und der hat sich immer rausgemogelt mit Arbeitsplan. Aber er kann ja jetzt auch nicht mehr, seit er auf Rente ist. Meine Mutter ist ja deutsch. Fällt auf. Renata. Ja. Und also zumindest ist sie als Deutsche geboren. Ich finde nicht, ich finde sie ist viel kanakischer als mein Vater. Aber aus Respekt für Renata wird jeden 24. bei uns Weihnachten gefeiert. Und Renata macht einen wunderschönen Baum. Ja. Mit allem drum und dran. Und ich kriege jedes Mal einen Adventsteller. Einen Adventsteller, weißt du was? Ein Adventsteller. Egal, die Geste zählt doch. Ich werde jedes Mal, und es läuft auch das Gespräch beim Essen, ist immer das Gleiche. Mein Vater sagt, Idyll ist nicht so schnell. Renata sagt, Ali, lass sie doch. Es ist nur einmal im Jahr Weihnachten. Ich nehme ein Kloß. Ali sagt, Idyll muss das sein. Noch ein. Renata sagt, Ali, lass das Kind in Ruhe. Das werde ich auf gar keinen Fall verpassen. Sehr gut, okay. Und deshalb wird bei meinen Papa und Mama, Stiefmamachen, werden wir Weihnachten feiern. Das ist für mich wirklich immer, das ist mein familiäres Highlight. Kleiner Rahmen und alles safe. Ja, ja, das ist so richtig mit RBB. Kennst du diese Musikshow auf RBB? Ach, das ist tatsächlich so schlimm. Katastrophe, mein Alter, wie deutsch ihr seid. Ich bin. Ey, meine Stiefmutter zieht's geil durch. Sie zieht's durch. Also, bei mir war dieses Jahr Weihnachten, wird dieses Jahr so ein bisschen eine logistische Aufgabe. Ja. Dadurch, dass wir ja sozusagen, wir haben ja so zwei Familienpole, die kriegen wir dieses Jahr natürlich Corona-bedingt alle nicht zusammen. Wir werden jetzt anfangen zu feiern bei meiner Schwester, die hatte jetzt ein Baby. Und machen da sozusagen mittags bis späten Nachmittag Weihnachten mit Essen und allem drum und dran. Dann kommt der Mann von meiner Schwester nach Hause, der ist Arzt. Und weil der Arzt ist aktuell und er hat zwar Corona-Schnelltest und so weiter, aber will kein Risiko eingehen und so weiter, trennen wir dann die Familien. Ja. Das heißt, er bleibt mit seiner Frau und dem Baby und ich gehe mit Mama und ihrem Typen zu mir. Ja. Und da habe ich auch einen Weihnachtsbaum dieses Jahr und feier da. Ach, bei dir wird diesmal gefeiert. Ja, das habe ich diesmal so gemacht. Auch kleine Rahmen und einfach so. Ich glaube aber, das wird ganz schön eigentlich. Ach, also, ich bin auch ehrlich gesagt. Vernünftig. Ich weiß nicht, ob das so sympathisch ist, wenn man das sagt, aber ehrlich gesagt, so heimlich, so unter uns. Ja. Ich finde es geil, dass dieser ganze Shoppingkrieg ausfällt. Ey, das ist so geil. Oder? Ich finde es super. Also nicht die Städte, dieses Theater und so. Ja. Und klar, ein Glühwein trinken gehen und so, das wäre alles irgendwie nett, aber dieser Stress. Ey, ganz ehrlich, können wir es nicht einmal anders machen einfach? Ich finde, ich bin voll bei dir. Ich bin voll bei dir. Das Einzige, was mich daran stört, ist, das ist schön, dass wir diesen Amazon-Fickern die ganze Knete in den Arsch stecken. Wird ja nicht, guck mal, jetzt mal realistisch, die kommen jetzt schon mit den Paketen nicht hinterher. Mhm. Also die kommen mit den Paketen aus dem Oktober nicht hinterher. Also insofern glaube ich nicht, dass da wirklich reelle Chancen sind, dass Amazon das auf die Reihe kriegt, wenn jetzt die Leute innerhalb von 2 Wochen alle, das kannst du vergessen, also okay. Ich mach's nicht. Also ich habe meiner Familie gesagt, wir kaufen nur was von Edeka. Das, was bei Edeka gibt, ey, können wir kaufen? Ich schwöre dir, Erika, sag ich schon. Erika ist bei mir ja vorne an der Ecke auch. Und Erika ist wirklich, auch wirklich, wie oft mir Erika schon sozusagen hungertechnisch das Leben gerettet hat. Rettet. Weil die machen geiles Kassler im Brötchen mit Senf. Nicht dein Ernst. Erika, ich will schon wieder Werbung für irgendwas hier, aber ist egal. Ja, Erika, aber ich möchte hier nochmal eine Sache anmerken, wo wir gerade bei Erika sind. Du weißt, was das heißt, ne? Das K am Ende. Noch nicht, nein. Kolonialwaren. Und ich finde, Edeka, ich hab dich auch lieb, aber pass auf, so, ja? die Zeiten ändern sich. Du kannst auch mal, ne? Also wir sind nicht mehr Kolonialwarenhandel. Und du kannst mit der Scheiße gerne aufhören und dich Erika oder sonst wie nennen. Aber Kolonialhandel ist wirklich, wirklich das Allerletzte, was wir noch hören wollen. Einkaufsgenossenschaft der Kolonialwarenhändler. So ist es. Das ist schwierig. Das ist richtig schwierig. Muss eigentlich nicht sein. Da könnten wir doch was könnte man für einen neuen Erika, Trend, ne? Nee, das wäre auch mit Kabel. Erika, irgendwie kann man sich... Antifa, keine Ahnung. Antifa-Supermarkt! So, guck mal, jetzt habe ich Erika gegoogelt, aber weißt du, was ich hier noch aufhabe? Na? Die Podcast-Charts, die Comedy-Podcast-Charts, da ärgere ich mich schon seit Wochen drüber. Wir sind nicht in den Top Ten. Wie kann das sein? Guck mal, das ist. Es kann doch nicht sein. Hier ist. Guck mal, was hier drin ist. Die haben uns. 1Live, Bratwurst und Baklava. Das sind wir. Die haben uns 1Anari gemacht. 1Live, was soll denn das? Wer hat das gemacht? 1Live. Wer ist Radio. Ja, wie Radio? Die haben eine Sendung, die heißt Bratwurst und Baklava. Da ist mit.
Özcan Kosa, der ist quasi du und ich bin dieser andere, der Lotto-Millionär hier. Wer wird Millionär? Bastian Schwielenhöfer oder wie der heißt. Ihr werdet uns niemals auslöschen können. Weil, guck mal, wir sind einfach zu gut. Okay? Und nur weil ihr das da nicht hinschreibt, heißt es nicht, dass wir nicht genau wissen, dass wir die Top 10 sind. Okay? Könnt ihr gerne machen. Irgendwann werdet ihr kriechen vor uns und bitte, bitte, bitte sagen, aber dann werden wir sagen, nein. Tut's mir leid. Was einige von euch nicht wissen, Edel hat früher die Reden von Gaddafi geschrieben. Aber keine Ansage, oder? Sage, irgendwann wirst du kommen zu meinem Fuß. Und dann, es ist Schluss. Ich schwör's dir, ich hab letztens... Idil Amin! Finde ich aber gar nicht so schlecht. Das ist mein Rapper-Name. Idil Amin, aber auch, Idil Amin. Auch ein furchtbarer... Ich weiß fast, das underrated Diktator, ne? Aber furchtbarer Typ gewesen. Underrated! Alter, Idil Amin, was der für eine Scheiße gemacht hat. Ich glaube, 300.000 ist mein Rapper-Name. Menschen am... Ich ermordet, ey. Was heißt ermordet? Hat er! Ja, gut. Als Schwarzer. Und auch noch Schwarze. Und die Weißen haben ihn getragen. Haben ihm geholfen, natürlich. Und, nee, der hat sich tragen lassen. Von Weißen? Ja, von Weißen in der Senfte. Dafür feiere ich ihn wieder. Man kann ihn. Das ist das, wenn du Hitler für die Autobahn feierst. Ja, okay, du hast recht. Tut mir leid. Ich bin jetzt ein bisschen zu weit gegangen. Sehe ich ein. Das ist auch der Glühwein. Das ist die verdammte Birne. Jetzt habe ich mir selber das was. Ist ich selber voll gesquirtet. Ich bin froh, dass... Was? Was? Auch so ein Thema. Auch die Squirting, auch so ein Thema. Auch so ein Thema, wo man mal drüber reden müsste. Ich wollte sagen, die anderen nicht. Hier, also vor uns, mit den Waffeln einer Frau, zärtliche Cousinen, okay, das ist lustig. Gemischtes Hack, ist klar. Inge, das bringt nichts. Dick und doof, wer sind denn dick und doof? Wahrscheinlich. Eulen vor die Säue, allein für den Namen, links und rechts. Und dann Baywatch Berlin, okay, das ist lustig, Inge, mit Klaas. Wir sind eigentlich auf eins, okay? Es gibt Hater, die wollen uns fertig machen. Das gibt es doch. Aber nicht. Wir sind wie Tupac und Biggie. Verstehst du, was ich meine? Ja, ja. Wir werden irgendwann einfach abgeknallt. Aber bis dahin sagen wir, was Phase ist. Mann, ich kenne doch, Mann. Das kann doch wohl nicht sein. Hast du Neid jetzt das erste Mal? Lust auf Eis. Also, was ist denn das? Erlebst du Neid jetzt das erste Mal? Ja. Nee, ich bin ja kein neidischer Mensch. Nee, aber Neider? Du kennst keinen Neider? Neider ist my life, Alter. Wirklich? Neiden Menschen dir oder du neidest? Absolut. Wer neidet dir denn? Weiß ich nicht, wie sind wie ich. Das ist auch ein sicheres Selbsterhaltungskonzept, muss man sagen. Da kann auch wenig schief gehen, wenn man ja, aber mein Vater hat von Anfang an gesagt, immer wenn ich komme und mich beschwert habe über irgendwas, er sagt, Edil, das ist Neid. Es ist auch eine Selbstliebe. So. Ne? Aber irgendwann kommt jemand, der dich auch bedingungslos liebt. So. Das ist so. Es gilt für alle, auch euch, irgendwann kommt jemand, der wird euch bedingungslos, es wird wahrscheinlich ein Hund genau. sein, aber jemand kommt, der wird euch bedingungslos lieben. So. Es wird wahrscheinlich ein Hund sein. Ja, nee, wir müssen ja wirklich mal an die Leute denken, die ja ganz alleine sind jetzt. Also alleine sind zu Weihnachten, weil ihre Familie haben sie haben die jetzt? Drauf. Ach so, das ist für die schlimm oder gut? Das ja, jetzt die Singles. Die Singles. So, die du Singles. Kannst es ja nicht nachvollziehen, weil du ja permanent in 15 Beziehungen gleichzeitig bist. Aber das ist eine Unterstellung. Ich bin überhaupt nur in einer Beziehung und das ist die mit dir. Du bist die einzige Frau, die ich regelmäßig treffe. Ja, das ist genau immer 2,5 Wochen und dann bist du wieder zusammen mit der anderen. Verschisse. Jetzt wird es ein bisschen sehr privat. Hey, so sind Emotions. So ist das manchmal. Ja, ist aber Emotions. Jetzt sind wir ein bisschen vom Jahresrückblick. Müssen wir dieses Jahr passieren lassen oder sagen wir einfach Haken dran und einfach 21? Ehrlich, jetzt mal ganz ehrlich. Ja. Was glaubst du, wie viele Menschen dieses Jahr nochmal passieren lassen wollen? Ja, aber keiner. Man muss sich einfach nur Ende 2020 einfach nur bei 2019 entschuldigen. So, erstmal Nummer 1. Ja. Und zweitens muss man auch eine Ansage machen an 2021. Ich hoffe, ich bereue nicht, dass ich dich noch lebe. Das stimmt. Ja. Und mir 2020 zurückwünsche. Ja. Das finde ich ist auch nochmal ein wichtiger Punkt. Wir stellen die Frage anders. Gibt es etwas, was du 2020 gelernt hast? Gibt es was, was ich nicht gelernt habe 2020? Das wäre die Frage. Wobei es eine sehr clevere Frage ist. Ja, ich habe eine ganze Menge Dinge gelernt in 2020. Und zwar, also jetzt mal ernsthaft wesentlich. Nehmen noch einen Schluck. Alkohol ist keine Lösung.
keine Lösung, aber die Lösung, was die Lösung ist, sein Glück nicht zu kompromittieren. Oh. Ja, da wackelt auch gleich der Mist. Sein Glücklichsein nicht zu kompromittieren, um anderen in irgendeiner Form zu gefallen. Hast du das getan? Ja. Inwiefern hast du dein Glück kompromittiert? Also ich kann dir schon sagen, dass ich eine lange Geschichte mit People-Pleasing hinter mir habe, was dir sehr viel Information bringt, aber eben dann doch toxisches. Für dich selbst? Ja, anderen es recht machen wollen. Ja. Weil man glaubt, dass man dann irgendwie sich sicherer fühlt, Vorteile hat, eingebettet ist, nicht ganz so schnell abkacken könnte, weil du hast ja Freunde, weil eine Hand wäscht die andere. Verstehe. Diese ganzen Formen von Manipulation, dieses Jahr musste ich sie aufgeben. Weil man sozusagen alles mit Purpose macht, ne? Mit Absicht oder mit, man sagt, okay, auch wenn man das sich nicht zugibt, man macht das, weil das ist eine Struktur, ist eine Dynamik, die erfasst dich und du machst es. People-Pleasing ist so. Und hast du da, es muss ja auch einen, da muss es aber ja auch eine, wie sagt man, irgendwas muss es ja gefüttert haben oder positiv ummantelt haben, dass du denkst, das ist eine gute Strategie. Naja, darfst nicht vergessen, ich bin schon auch in narzisstischen Strukturen groß geworden. Mhm. Narzissmus ist durchaus ein Problem, auch in unseren Familien. Es ist ein gesellschaftliches Problem. Wir haben so narzisstische Strukturen, bedingt auch durch diese ganze Social-Media-Nutzung. Absolut, aber ich glaube, da müssen wir eins unterscheiden. Narzissten, so im Sinne von Dorian Gray, die sich einfach so super geil finden, das ist ja nicht Narzissmus. Narzissmus sind Überlebende. Mhm. Menschen, die aus furchtbaren Situationen kommen, die überleben mussten, die neigen dazu zu sagen, entweder ich bin der verliert, das Opfer, oder ich bin der es nimmt. Entweder ich bin der immer geben muss, oder ich bin immer der nimmt. Und wenn du immer, also wenn dir was genommen wurde, wenn du das Opfer warst, tendierst du tatsächlich dazu, um das nie wieder erleben zu müssen, zum Narzissten zu werden. Narzissten wollen anderen eigentlich nicht schaden. Es ist eine ganz, ganz traurige Form von Selbsterhaltung. Ja, genau. Selbstüberlebensstrategie. Richtig. Und auch, dass man im Prinzip sagt, man kann sich Schmerz nicht mehr leisten. So ist es. Ne? Und dann bist du bereit, das zu relativieren. Genau. Und da fangen dann auch Wahrnehmungsverschiebungen an. Und damit rechtfertigst du ja alle möglichen Verhaltensmuster. Dann. Richtig. Und du, vor allen Dingen, wenn du Kinder hast, erwartest du schon auch, du bringst dem bei, meine Erwartung ist, dass du es mir zuerst recht machst. Das stimmt. Also die und was wichtig ist, das hast du gerade schon gesagt, das stimmt. Ne? Also eine Form von Narzissmus hat so gut wie jeder. Und es muss auch nicht zwingend schädlich sein. Nee, überhaupt nicht. Aber eine narzisstische Persönlichkeitsstörung, da liegt es ja quasi dann im Wort schon mit drin, es behindert, dass du quasi sauber in Anführungszeichen durchs Leben kommst. Absolut, weil du hast auch ein Trauma-Bonding. Ja. Also das heißt, du bist auch gebunden. Also ich kann dir insofern sagen, dass mein erster Ex-Mann tatsächlich auch ein Narzisst war und ich das nicht mal mitgekriegt habe. Mhm. Weil das für mich so normal ist, das zu bedienen, dass ich natürlich nur am Ende das, was ja dann passiert, wenn du mit Narzissten zusammen bist, das ist ja, du wirst ja zerstört. Aber manchmal ist halt so eine Form von Zerstörung notwendig, damit du irgendwie dich wieder aufbaust. Aber nur, wenn du die Teile findest. Das ist das Problem. Ja. Man muss halt alle Teile wieder finden, um im Bild zu bleiben. Wenn du zerlegt wirst, zerstört wirst, ist das schlimm. Mhm. Aber das Schlimmere ist, wenn du nicht wieder alle Teile zusammenbekommst. Richtig. Seelisch wie geistig sozusagen. Richtig. Und deswegen ist das, was du beschreibst, ganz interessant, weil viele natürlich sagen, wie kann einem das passieren, wie kommt man denn dahin? Das ist so ein bisschen wie der Frosch, den man in Kochtopf wirft. Wenn der direkt heiß ist, springt er wieder raus. Wenn der langsam heißer gemacht wird, dann stirbt der Frosch. Du kriegst das nicht mit. Und checkt es nicht. Das nennt man, ist wirklich tatsächlich Traumabonding, dass du es einfach nicht schnallst und dann denkst du, das ist normal und baust unfassbar viele narzisstische Beziehungen zu Narzissten auf. Mhm. Ja, auch selbst, ne? Also es ist auch in Eigenregie, weil du halt nicht merkst, dass das eigentlich was total Toxisches ist, bis du merkst, okay, ich weiß gar nicht mehr, wer ich bin. Und daran, also alle, die nicht wissen, die in Beziehung stecken und irgendwie nicht mehr wissen nach einem halben Jahr, wer sie sind, es ist eine toxische Beziehung. Geh da raus. Und dieses Jahr, glaube ich, hat mich besonders dazu gezwungen, eben auch durch die Quarantäne, mich mit mir alleine hinzusetzen und gewisse Dinge nicht outzusourcen. Du konntest gar nicht. Ich konnte nicht. Und du hast es ja mitgekriegt, wie ich da durchgegangen bin. Ja. Mit Depressionen, mit Verwahrlosung, mit dem ganzen Programm, mit Verschwörungstheoretiker werden und mit dem ganzen Programm. Aber du hast auf Vorspulen gedrückt. Das ging sehr schnell. Ich habe auf Vorspulen gedrückt. Aber tatsächlich hat dieses Jahr wirklich mir eine einzige riesengroße Lektion gegeben. Liebe dich selbst bedingungslos. Und das ist der Kurs, den du jetzt mit deiner Titanic einschlägst.
Kann sein, als kommt ein Eisberg, aber es gibt ja noch Schlauchboote. Eben. Also. Ja. Also, naja, gut. Ja, aber das, also, ich, und ich glaube, was wichtig ist, ne, dass die narzisstische Störung oder derjenige, der sozusagen den toxischen Faktor in so eine Beziehung bringen kann, das ist nie begrenzt auf ein. Gar nicht. Sondern dass auch der sich für den Guten hält. Ein Gesunder wird niemals mit einem toxischen Menschen in einer Beziehung sein. Mhm. Es ist nicht möglich. Also weil die Steckschlüssel-Schloss-Prinzip funktioniert. Der Selbstschutz nicht. Ist ja beim Gesunden vorhanden. Wenn du mit einem toxischen Menschen zusammen bist und sagst, es ist toxisch, dann sei dir sicher, du bist es auch. Ja, das stimmt. Kannst du drauf 1000%. Und das ist natürlich Teil des Problems, weil man jedes Mal dann dieses Momentum hat, in dem man sagt, okay, der hat sich jetzt scheiße benommen, aber ich war ja auch scheiße. Und dann hat man das Problem wahrscheinlich, dass man man schiebt es dann vor als so eine Form von Rechtfertigung. So, man wälzt es ab auf den anderen. Ein anderer kann nur scheiße sein zu ihm, weil du es zulässt. Ja. Und weil ich selber scheiße war, sage ich dann, dass es gerechtfertigt wird, wie der sich verhält. Oder weil du es gewohnt bist, dass oder weil es gewohnt scheiße genau. ist. Ja, dann ist das Scheiße-Sein sozusagen der Standard. Und du bist gewohnt, dass du dieses Scheiße-Sein bejammerst, aber am Ende des Tages immer wieder weitermachst. Mhm. Und das Geile daran ist, aber widersprich mir, wenn es nicht stimmt, wenn man eine bestimmte Phase dann alleine durch hat, stellt man dann irgendwann fest, wie friedlich und zufrieden man mit sich alleine sein kann. Und dass du vor allen Dingen dich selbst auch lieben darfst. Ja. Also, dass du das fühlen darfst. Ja. Ne? Also, ich rede jetzt nicht von irgendwelchen Positive-Thinking-Sachen, sondern tatsächlich von fühl mal wirklich die Liebe für dich selbst. Fühl das mal, wie sich das anfühlt. Ja. Und auf einmal kriegst du Frieden. Und da hast du recht. Wie war es denn für dich 2020? Ja, was war die große Lecture? Lass das kurz das Ende denken, weil das dieser Moment ist. Ich kenne das auch. Und dann liegt man, nachdem man sozusagen so seinen emotionalen Krieg durch hat, liegt man da auf seiner Couch, sinkt da so ein, guckt sich um und denkt sich, es ist alles gut. Ja. Es ist alles gut. Ich wusste, dass Bauhaus für dich kritisch war. Ich wusste das. Ich wusste, als du das Bauhaus erzählt hast, das war nicht einfach nur Bauhaus. Nee, das war auch nicht einfach nur Pedale. Nee, das war eine Überreaktion. Da war... Als ich dreimal die Woche bei Bauhaus war, war klar, ich bin psychisch am Limit. Ich bin psychisch am Limit. Ist ja so. Überleg mal. Das ist so, wenn ich darüber nachdenke, ich war den halben April im Bauhaus. Oder warte, Mai irgendwann, wo die Märkte wieder aufmachen. Man konnte nichts machen außer Bauhaus. Und wir fahren IKEA halt. Ne? Was euch, euer Bauhaus ist, ist unser IKEA. Verrückt, ne? Ja. Was man für Übersprungshandlung hat. Ja, und Gott auch sei jetzt Dank. Ist ja schon wieder so, ne? Guck mal, wenn ich hier durch bin heute, ne, dann bin ich quasi für dieses Jahr in Anführungszeichen arbeitslos, beziehungsweise habe nichts mehr zu tun. Mhm. Und ich habe auch erst, Abendshow ist auch durch, meine Sendung kommt erst wieder am 29. Januar. Dazwischen wird nicht so viel passieren. Ich will ein Buch schreiben in der Zwischenzeit. Ja, genau, ich habe mit meiner Mutter gequatscht. Überleg mal. Und ich habe gesagt, was machst du denn dann? Na, vielleicht schreibe ich ein Buch. Und dann hat sie gesagt, ach, du bist so bescheuert. So. So geil, wenn aber ist natürlich, hat sie natürlich nicht so Unrecht, ne? Weil sie sich mal ausruhen. Weil sie sagt, natürlich, mach doch mal nichts so. Im Prinzip, ruh dich doch mal aus. Halt doch mal, denk doch mal über dich nach. Guck doch mal, ob du nicht andere Probleme hast. Ja. Geil, so, ey, bitte. So, aber ich tatsächlich bin ich dann doch ich sag dir, was sie möchte. Soll ich dir sagen, warum sie hat gesagt, bescheuert? Was denn? Sie will ein Enkelkind machen. Dann soll ich das jetzt auch noch machen? Ja, das soll, genau, vor allen Dingen wir haben auch doch letzte noch. Woche geklärt, im Sperma ist Corona. Nee, wir haben hier nichts geklärt. Okay, ja, kann sein. Das heißt ja auch nicht, dass deine Frau überleben soll. Das heißt nur, dass du ein Kind machen sollst. Das ist wie bei welche Spinne macht das? Die frisst das Männchen hinterher. Ja, die schwarze Witwe. Ja, geil. Die frisst das einfach das ist auf. Geil. Die bumst den und dann frisst den und auf. Und dann frisst ihn auf. Es ist im Prinzip auch die bessere Lösung. Muss man sagen, oder? Das ist schon. Ey, ich habe eine Wahl-Doku gesehen. Das ist Wale, weißt du, dass wir so wenig über Wale wissen? Sorry, dass ich von der Spinne auf Wahl komme. Sag mal Wahl. Pottwahl? Wir wissen so wenig über Pottwale. Das stimmt. Wir wissen so wenig. Aber wir wissen nicht mal genau, wie die sich ernähren. Ja. Wir gehen davon aus, dass diese Pottwale sich von Tintenfischen ernähren. Aber die haben ja so Zahnreihen, die gar nicht rauskommen aus ihrem Kiefer, die Pottwale. Also das heißt, die wissen nicht wirklich von nein. was? Nein. Und weißt du, was Pottwale machen? Das haben wir jetzt erst rausgekommen. Wenn die in die Tiefsee abtauchen, die können bis zu 1500 Meter tief tauchen. Und einige sogar noch tiefer, weil man Essensreste aus quasi 3000 Metern Tiefe gefunden hat. Also Fische, die es nur so tief unten gibt. Okay. Und Pottwale tauchen ab und können auf dem Weg nach unten quasi ihre Organe einzeln ausschalten. Wenn die ganz unten sind, zum Schutz, zum Selbstschutz, funktioniert nur noch Lunge, Herz, Hirn. Der Rest ist quasi... Und weil die Verdauung nicht funktioniert,
Wann immer die abtauchen, scheißen die ordentlich und donnern richtig einen raus. Die haben also immer so eine braune Bremsspur hinter sich, wenn sie nach unten abtauchen. Richtig krass. Das ist wie Flugzeug. Ja, genau. Kurz vor der Kondensstreifen in Braun. Und das, ich habe mich auch einfach gefragt, wie sind diese Tiere entstanden? Weil die haben diese riesige Stirnfläche, dieser riesige Kopf, der ja einfach der macht ja jetzt aerodynamisch gar keinen Sinn, wenn man so tief im Wasser ist. Und, so. Und diese Viecher haben da drin ein Drucksystem irgendwie, das dafür sorgt, dass sie diesen Tiefendruck ausgleichen können. Weil das ist ja ein riesiger Druck, 3000 Meter tief. Allerdings. Die haben Rippen, die sind im Prinzip verstellbar, die dafür sorgen, dass sie 3000 Meter nicht zerdrückt werden. Ach Quatsch. Das ist richtig abgefahren. Und sie haben, und jetzt wird's spannend, wie schaffen sie es, die sind wahnsinnig langsam, die sind riesige Tiere, träge, wie schaffen die es, so einen Tintenfisch zu fangen? Man geht davon aus, es ist noch nicht final geklärt, dass sie die quasi mit ihrem, so nahe hätte ich fast gesagt, mit ihrem Sound so verwirren und betäuben, dass die Tiere sich nicht mehr bewegen können. So, und jetzt sage ich dir was. Pass auf, 230 Dezibel laut machen die unter Wasser. Überleg mal, wie laut das ist. 150 dB ist ein Kanonenschlag. Ja, krass. Der Wal macht 230 dB. Und sie haben und noch etwas, die müssen offen, die müssen kommunizieren können und sie müssen eine soziale Komponente haben, weil die altruistisches Verhalten an den Tag legen. So, und jetzt sage ich, und das passt genau zu der Information, die ich für dich habe. Ich habe nicht gehört, tatsächlich Pottwale haben so im gesamten Organismus die Aufgabe, die Frequenz der Erde oben zu halten, weil wir Menschen sind zum Beispiel Wesen, die Frequenzen nicht halten können, weil wir uns darüber nicht bewusst sind und das auch tatsächlich nicht trainiert ist. Der Pottwal kann. Ein Mönch, der übrigens auch seine Organe einzeln ausschalten kann, also ein Mönch im Sinne von buddhistischer Mönch. Es gibt ja so Praktiken. Wer sich dafür interessiert, muss mal auch bei Satguru gucken. Sehr interessant, Satguru, der erklärt dir alles. Alles, das ist ein unglaublicher Typ. Und dieser Wale, diese riesigen Pottwale, die halten quasi das elektrische Erdmagnetfeld, die unterstützen es, indem sie die Frequenz oben halten. Ich habe das ist die Hauptaufgabe und altruistisch. Ja, pass auf, genau, das wollte ich dir sagen. Altruistisches Verhalten. Das, da wird es natürlich einfach echt rätselhaft, weil das, was diese Wale tun, im Prinzip ja nicht zum Überleben ihrer Art sorgt. Unserer Art. Pass auf, die machen, wenn sie die sind ja in Gruppen unterwegs. Die Männchen, die Bullen, sind eigentlich Einzelgänger. Mhm. Wenn jetzt aber die Gruppe von Weibchen und so weiter angegriffen wird, gesellen sie sich dazu, um zu schützen. Sie rufen andere Wale herbei zum Schutz. Ja. Sie versammeln sich. Wenn ein Männchen oder ein Weibchen verletzt ist, geht ein größeres Tier zum Schutz davor und nimmt Verletzungen in Kauf, um das verletzte Tier zu schützen. Ja. Obwohl Flucht die bessere Variante wäre. Und das Evolutionsforscher sind da sozusagen... Voilà, wie Kanacken. Ich schwöre ganz ehrlich, der auf der Bord Straße bei Köln, gleiche Sache. Der Bord, weil der Kanacke der Meere. Aber überleg mal, weil die Evolutionsbiologie natürlich davon ausgeht, dass Tiere eine Strategie entwickeln oder haben, die dafür sorgt, dass die Art überlebt. Das ist das Gegenteil davon. Und trotzdem gibt es diese Tiere... ich weiß gar nicht, wie lange es sie gibt, aber x-mal länger als uns auf diesem Planeten. Ja. Das ist doch erstaunlich. Ja. Also ich glaube, ohne Pottwale würde es hier anders aussehen. Ich sag ganz ehrlich, ich glaube, ohne Pottwale wäre Trump wieder gewählt worden. Ich glaube, ich bin davon überzeugt. Jetzt alles. Aber weil die Viecher, die Erdmagnet, also je höher unsere Frequenz ist, desto mehr Frieden gibt es auf der Erde, je niedriger, desto weniger Frieden gibt es auf der Erde. Das heißt, je höher die Frequenzen sind, die sie halten, das sind ja wirklich massiv riesige Tiere, so eine Frequenz können wir nicht halten, das ist tatsächlich deren Aufgabe, deren Job, damit wir überhaupt als menschliche Rasse eine Chance haben zu überleben. Und sie sind Nomaden, ne? Sie ziehen, also guck mal, die ziehen um den kompletten Planeten. Wir können überall hin. Ja. Die sind, also es ist schon ein faszinierendes Tier. Das ist krass. Das ist Wahnsinn. Bitte wirklich, Ingmar, letzte Show, National Geographic, Alter. Wirklich, ganz ehrlich. Wie kommst du denn aber auf sowas? Das würde mich jetzt mal auch interessieren. Aber vorher erstmal, was hat 2020 bei dir? Boah, 2020 bei mir war, bevor wir meine Wale faszinieren mich ja schon lange, aber 2020 ja, war... Ja, so Riesenteile haben, stimmt? Haben die gar nicht, im Verhältnis haben die sie gar nicht. Ja? Das Walpenisse? Aber ich habe gehört, 70 Liter Sperma bei einem Mal. Das stimmt, ja. Schon, und nur kannst du das? Naja, aber nur 10% davon erreichen das Weibchen.
Kannst du 70%, also kannst 70 du Liter? 70 Liter Sperma? Ich habe es noch nicht gemessen, aber ich gehe davon aus, nicht ganz. Wie gesagt, 70 Liter Sperma und nur 10% erreichen das Weibchen. Ja. Nur falls du dich mal fragst, warum das mehr so salzig schmeckt. Ja, okay, verstehe. Mhm. So, jetzt du. Was war 2020, was du am meisten mitgenommen hast? Es war eine Achterbahnfahrt, Idel, um mal eine Klischee-Wolke zu zünden. Aber jetzt sag mal ehrlich, knochenehrlich. Ja, ich hatte das allererste Mal seit, ich glaube nicht seit ich denken kann, aber schon sehr, sehr lange nicht mehr, so eine Form von Existenzangst. Weil ich nicht wusste im März, wie es denn tatsächlich weitergeht. Mhm. Die Tour ist weggebrochen, komplette Tournee. Ich war ja sozusagen vom Mindset, wir haben ja x-mal drüber geredet, ne? Mit Testprogramm und oh, wie wird's und bla bla. Ich war ja voll im Setting, 20 oder 25 Termine bis von März bis Mai durchzuziehen. Nichts davon hat stattgefunden. Der RBB, mein Fernseher, die haben als erstes so die Show eingestellt, so aus Sicherheitsgründen. Das heißt, es gab die Fernsehshow nicht mehr, mit der ich mich beschäftigt habe. Es gab die Tournee nicht mehr, mit der ich mich beschäftigt habe. Das Einzige, was ich noch hatte, waren sozusagen unsere regelmäßigen Dates hier. Das ist das Einzige gewesen, was irgendwie, und da muss man sagen, auch so ein Danke an Comedy Central, die haben einfach gesagt, ey, wir ziehen das einfach durch. Mal ehrlich, Comedy Central, Wallahi, danke. Wahayet, danke. Und davon habe ich am Ende noch Miete bezahlt. Ich auch. Das war ja so. Ich sag ganz ehrlich, deshalb war die Sommerpause für mich ein bisschen hart, aber dass wir überhaupt weitermachen und wirklich danke, aber auch danke an uns. Ja. Wir machen halt auch eine geile Scheiße. Also wir haben es ja auch durchgezogen und wir waren immer ehrlich. Und ich finde, das ist das Besondere bei uns. Wir haben wirklich immer ehrlich über diese Dinge gesprochen. Wir haben nie irgendwie was verheimlicht. Und ich finde, du merkst es an unseren Kommentaren, dass die Leute oft schreiben, dicker Danke, dass ihr es angesprochen habt. Ja, manchmal kommen halt auch so Leute erst ein paar Wochen später, ne, weil sie irgendwelche Folgen nachhören. Und dann merkt man erstmal, weil ich habe das jetzt schon vergessen, über was wir geredet haben und so weiter. Und dann merkt man erstmal, dass es natürlich schon auch alles immer sehr, sehr persönlich ist. Ja, und danke auch an unsere Zuschauer, an unsere Viewers, Alter. Ihr seid Jackpot. Wenn wir euch nicht hätten, dann hätten wir die Sendung nicht. Ey, ganz ehrlich, ohne euch wäre hier Feierabend. Hätte ich wahrscheinlich Edeka überfallen dieses Jahr. Ich sag ehrlich. Und ein gesagt, Raubmord wäre eventuell passiert. Und so hätte da so stand. Mutmaßlich. Ändert euren Namen! Und gib mir Brot. Weil ich an mich glaube! Am Gerst an mich glauben. So. Nein, Tatsache ja. Wird denn jetzt 2021 alles gut? Also mit Impfen und so? Und warte mal, wir waren ja bei dir noch gar nicht fertig. Ja, bitte. Die Inge, die versuchte mal. Aber dafür bin ich ja da. Damit ich sie gleich dran wieder zurückhole. Ich trinke noch einen Schluck Glühwein, so, dann wird sie aber besser. Diese Existenzangst. Mhm. Die hast du ja dann wirklich irgendwie erlebt. Okay, Bauhaus war eine Möglichkeit, aber was, zu welcher Konklusion? Also, was ist damit passiert? Mit dieser Existenzangst. Naja, also die hat sich dann, also erstmal kam dann so ein Moment von, du kannst dir jetzt auch Gedanken machen, aber es macht halt ja gar keinen Sinn. Ja. Ne? Weil ich kann sowieso nichts machen, außer aushalten. So, das war das eine. Und das andere war, dass ich wirklich das allererste Mal in meinem Leben, glaube ich, seit sehr, sehr langer Zeit wirklich runtergefahren bin. April, Mai und so weiter. Es gab ja einfach nichts zu tun. Ich habe einfach wirklich runtergefahren. Ich habe wirklich da auf meiner Couch gelegen oder auf der Terrasse gelegen, in der Sonne, und auf meinem Handy liefen mir sozusagen die Termine weiter. Die lagen ja alle noch da in meiner Dropbox. Und die ploppten dann da so auf. Freitag, 19 Uhr, Münster. Samstag, Hannover. Und ich denke so, wozu? Warum? Immer noch Berlin. Hast du alles schon 10-mal gemacht? Warum? Das war dann erstmal richtig, das war richtig weg. Also, und dann kam die nächste Sorge. Angst ist halt übertrieben. Aber Sorge war dann irgendwann, was ist, wenn ich meinen Mojo verliere? Weißt du, das Gefühl für die Bühne. Oder das Gefühl für, ich möchte auftreten und so weiter. Und ich überlege mal, Ingmar ist länger dabei, als es mich auf dieser Erde gibt. Okay? Jetzt mal ernsthaft. Ingmar hat mit 7 angefangen. Verstehst du, was ich meine? Also, das ist, er seit für immer. Er hat ja noch nie was anderes gemacht. Das hatten wir ja vor 2 Folgen hatten wir das besprochen. Also, ich meine, das ist ja nun wirklich, ist ja richtig The Calling. Verstehst du, was ich meine? Ehrlich jetzt. Und dass du das so empfindest, das ist einfach auch gut zu hören für andere. Weil ich glaube, es geht ganz viel. Ich glaube auch. Ja. Also, ich meine, ich kann mich am Ende natürlich jetzt irgendwie nicht beklagen und so. Deshalb das Jahr dann irgendwie gut hinbekommen, auch dank
guten Management einfach, muss man sagen. Eine Managerin, die irgendwie Weitsicht hatte und erkannt hat, das mit der Tournee, Ingmar, das kannst du jetzt wahrscheinlich erstmal, wir müssen uns was Neues einfallen lassen. Und das war auch alles gut und so. Und Geld war jetzt dann irgendwann nicht mehr sozusagen das dominierende Thema in meinem Kopf. Aber das Gefühl, ich werde jetzt diese Show nicht vergessen. Ich war im September, habe ich eine Show gespielt in Dresden. In Dresden in der Schauburg. Und das ist eine von, wie viele Termine habe ich gespielt? Dieses Jahr 7 vielleicht oder sowas. Und von Tourneeterminen war das einer von 3, glaube ich. Und aber diesen Tag werde ich und die Show werde ich nicht vergessen, weil die Leute auf so einem ganz anderen Level waren. Die waren halt ausgehungert durch Lockdown und so weiter. Und weggehen ging nicht und Kultur gab es nicht und so weiter. Und die Leute waren so happy, dass ich da war und ich war so happy, dass die Leute da waren, dass wir an diesem Abend bei dieser Show in der Schauburg in Dresden, das war Sex. Das war, wir haben uns gegenseitig gebumst. Auf die schönste, auf die schönstmögliche Art und Weise kann ich an der Stelle nur sagen, danke Dresden. Es war eine wahnsinnig gute Show. Es war echt, danach habe ich gedacht, okay, das will ich wieder. Der Moment, wo ich dachte, okay, ich kann niemals darauf verzichten. Das war mir klar. Ja, ja. Also klar kann ich jetzt warten, bis alles wieder gut wird, aber ich will wieder auf Tournee. Ich will wieder dahin, wo die Fans sind und die Leute sind, die mich sehen wollen. Ist das nicht interessant, dass wir beide eine Erfahrung gemacht haben, die interessanterweise jenseits von Geld war? Ja. Also das ist natürlich in dem Sinne bemerkenswert, dass wir ja eigentlich auch in einem kapitalistischen System hängen, wo ja so die Konsumidee im Vordergrund steht. Ja, und vor allen Dingen auch dieses Gefühl, es ist nie genug. Ja. Egal, was du gemacht hast, das stimmt. Es ist nie genug. Ja. Egal, was du geleistet hast, es ist nie genug. Es muss eine Steigerung geben. Es muss immer eine Steigerung und man muss immer weitermachen, weil man sonst hat man Verlust. Sonst hat man Verlust. Ja. Wenn man nicht irgendwie immer, und das ist ja das, was ich auch empfinde, auch seitdem ich diesen Job mache, den ich seit 8 Jahren mache, oder 9, dieses Gefühl irgendwie, egal was du für Erfolge gefeiert hast, die sind morgen nichts wert. Und das ist, weil wir ja aber auch mit unserem Kopf, oder zumindest ich, wenn ich für mich spreche, oft, ich wohne ja, oder ich bin schon in der Zukunft. Ich mache sozusagen Dinge, die ich jetzt mache, mit dem Blick darauf, was daraus mal werden könnte. So, und jetzt muss ich mich selber nochmal im Widerspruch sehen. Ich muss ganz kurz sagen, was du selber machen könntest. Aber tatsächlich, das, was ich die letzten 9 Jahre gemacht habe, hat mir das ja, am Ende des Tages hat mir die Miete gebracht. Ich habe mich sehr breit aufgestellt, während alle sagen, du kannst nicht auf 1000 Hochzeiten tanzen, sind die 1000 Hochzeiten jetzt in diesem Jahr tatsächlich aufgegangen. Aber jetzt weiter du. Weil nur noch 3 Hochzeiten da sind. Ja, aber tatsächlich habe ich mich, ich mache digitale Formate, ich arbeite mit Initiativen, ich arbeite alles Dinge, die ich ja auch von Anfang an, ich habe ja viel umsonst auch gearbeitet, gerade in der ersten Zeit, weil ich immer so der Meinung war, Dicker, ich weiß, ich komme aus einer prekären Situation, ich weiß, wie schwierig das ist, ich mache das gerne umsonst. Ja. Ganz einfach, damit die Aufmerksamkeit, die ich jetzt gerade mal kriege, auch einen Mehrwert hat. Ja, das muss man wahrscheinlich den Leuten auch immer noch mal sagen. Ja. Ne? Wenn ihr sagt, ey, die verdienen voll viel Geld jetzt und dann mache ich auch Comedy oder sowas. Ey, es stehen dahinter Wege und Zeitaufwände, die stehen in keinem Verhältnis zu dem. Die sind Leibeigene. Ja, die sind wie diese Bauern damals bei Fürstentümer. Alter, wie lange ich quasi umsonst gearbeitet habe, bis der Punkt kam, wo sich das gerechnet hat. So. Wobei mir das völlig wurscht war. Ja. Weil ich es nicht gemacht habe und damit es sich rechnet. Bei dir ist ja wirklich offensichtlich. Weil du hast ja wirklich schon seit du irgendwie 1,5 Monate warst, fängst du an, diese Sachen schon vorzubereiten. Also insofern, bei Inge ist ja wirklich so, er ist ja von seit Kindheit, er ist also Michael Jackson-Syndrom, weißt du, was ich meine? Aber es ist tatsächlich, ja. Ja, erstaunlich, ne? Ja. Ist schon erstaunlich. Also, und deswegen verpasst man aber oft, wenn man eben so strukturiert ist, man verpasst oft das Jetzt und verpasst auch dann den Moment zu sagen, ey, Moment mal, ich habe ja schon was erreicht. Aber hat Dresden dir nicht bewiesen, dass dein Mojo absolut nicht zu tot zu kriegen ist. Es ist nicht tot zu kriegen. Es wird sogar mehr, wenn man es nicht... es ist ein bisschen... Also, Bühne ist natürlich, es funktioniert natürlich nur mit bestimmten Routinen. Das merkt man auch. Wenn man irgendwie lange nicht aufgetreten ist und dann wieder oben steht, dann ist das ist gefühlt wieder wie Anfang. Gut, aber es sind nur 2 Mal. Genau, das ist so 1-2 Mal. Und beim 3. Mal hast du dann wieder sozusagen den Dreh raus. Ne? Aber das zu erleben und zu wissen, okay, das geht, das beruhigt mich dann doch schon irgendwie. Also man kriegt den Bogen dann schon wieder. Und auch zu wissen, dass die Leute dich auch nicht im Stich lassen. Ich meine, Dresden war ja da. Die Leute waren da und die kaufen sich Tickets und die kommen zu den Shows. Ja. Und das ist ja sowieso mein Appell.
den ich jetzt an dieser Stelle noch loswerden möchte. Der Weihnachtsappell 2020 lautet: Denkt positiv und kauft euch jetzt schon Karten für 2021. So scheißegal, was für Künstler. Ich sag dir wirklich, ist es wurscht. Geht online jetzt, klickt euch jetzt auf Eventim und kauft Tickets für Tourneen eurer Wahl. Kauft einfach Tickets, selbst wenn die Termine nochmal verschoben werden. Positiv denken, kauft euch so eine Karte, hängt euch die über den Kühlschrank. Das macht was mit einem. Es macht was mit einem. Wenn ich dann ein Ticket hängen sehe für, weiß nicht, Luke Mockridge, dann weiß ich, ey, in 6 Monaten geh ich zu Luke Mockridge. Dann dusche ich so lange nicht. Oder keine Ahnung. Jetzt mal eine Frage. Deine Existenzangst, hast du die jetzt immer noch am Ende des Jahres? Nee. Nee, weil ich habe dann meine Funks verkauft und jetzt... Nee, Quatsch. Aber, also ich habe... Nee, habe ich nicht. Weil ich jetzt gerade gesehen habe, ich arbeite jetzt im Prinzip das gesamte Jahr 2020 habe ich gearbeitet ohne das, was eigentlich mein Hauptjob die letzten Jahre war, das war Live-Künstler sein. Ne? Bühnenkünstler sein, davon habe ich den größten Teil meines Geldes habe ich damit verdient. Und jetzt habe ich dieses Jahr gesehen, dass dadurch, dass es nicht geht, muss ich was anders machen und sitze hier mit dir. Ups, Vorsicht. Ups. Das genau. Knapp. Sitze hier mit dir, die Facette runterschmeißt. Habe ich gar nicht, das war... Und, ja. Nee, aber ich meine, man findet einfach Wege. Man findet Wege, das, was man machen möchte, zu den Leuten zu bringen. Und wenn es nicht mehr live geht, weil Theater nicht da sind oder nicht aufmachen dürfen, finden wir einen anderen Weg. Ja. Und ich sage dir, für mich war, was das betrifft, tatsächlich im März habe ich noch gedacht, ey, lieber Gott, guck mal, das ist jetzt krass, was du machst. Ja. Aber ich vertraue dir. Er hat mich durchgebracht. Ja. Und beim zweiten Lockdown war ich völlig entspannt, weil ich wusste ja, ey, Gott hat mich durch diese 8 Monate durchgebracht. Warum sollte er jetzt aufhören damit? Ja. Macht gar keinen Sinn. Ja. Also werde ich weiter durchkommen. Ich brauche mir gar keine Sorgen machen. Und ich hatte wirklich, es hat mir an nichts gefehlt. Ich habe bestimmt nicht hier auf Trump-Style leben können. Bestimmt kein goldenes Klo. Ja. Ist auch nicht mein Ding. Aber tatsächlich, ich bin relativ entspannt durchgekommen mit bisschen Minus. So 75%. Ja, aber gute, die anderen 25 haben mich durchgebracht. Also A, zu sehen, ey, irgendetwas gibt es, was mich nicht im Stich lässt, war das schönste Gefühl auf der Welt. Ja. Ich brauche mich 80% weniger aufregen, generell in meinem Leben. Ja, den Stress, den man sich macht. Danke. Oder? Diesen Danke. Stress, dass man denkt, oh Gott, ich muss den Termin auch noch wahrnehmen. Richtig. Dass man, oh Gott, ich darf das nicht verpassen, das könnte wichtig sein. Oder genau. Oh Gott, ich brauche die 1500 Euro auch noch. Es sind nur 250, egal, ich fahre 800 Kilometer. Das ist Schwachsinn. Vorbei. Es ist Schwachsinn. Ja. Es ist echt, das ist tatsächlich so. Ja. Das ist das Positive, wenn wir so wollen. Ich meine, es gibt natürlich einfach Leute, die haben in diesem Jahr einfach die geplante Existenz, die sie hatten, nicht mehr. Ne? Da gibt's viele. Und ich sage dir jetzt, an alle, die ihre Existenz dieses Jahr verloren haben, in 2 Jahren werdet ihr sagen, danke. Danke, dass das passiert war. Ich war nicht glücklich, ich war vielleicht erfolgreich, ich sah vielleicht gut aus, ich hatte vielleicht die neuesten Klamotten, aber ich war unerfüllt. Und das hat sich geändert. Weil manchmal ist es ja tatsächlich so, man nimmt dir etwas weg und etwas Besseres kommt. Und ich glaube, das ist das, was du mit positiver Utopie in der letzten Sendung meintest. Das haben wir generell nicht als Einstellung und nicht als Mentalität. Das war ja für Gerhard Delling-Überleitung von dir. Das war sehr, sehr gut. Die positive Utopie ist genau das. Der Weil Ersatz, sie bei dir selbst anfängt. Ja, der Ersatz des eigentlich gefühlt Guten durch etwas Besseres. Ja. Anstatt zu sagen, es wird alles schlimmer, ey, vielleicht wird das jetzt wegkommen, Gott sei Dank, weil was viel Geileres auf mich wartet. Ja, ich glaube, wir machen da ja auch, wir haben da, also das ist, na klar, kann man sich klugscheißerisch hinstellen, aber ich glaube, wir machen da auch gesellschaftlich Fehler, wenn man sich überlegt, ne, dass wir ja Dinge jetzt händeringend mit Geld versuchen zu erhalten, von denen wir vorher gesagt haben, ob das vielleicht so schlau ist, dass es das überhaupt gibt. Ja. Also wenn die so fliegen und so, die Art und Weise, wie geflogen wurde, also exzessiv Leute gesagt haben, ich habe einen Termin in München um 17 Uhr, da fliege ich jetzt eine Stunde hin, mache den Termin und fliege dann zurück. Das war ja normal. Und ich glaube, das kommt nicht wieder. Ich gehe davon aus, dass es nicht wiederkommt. Und deswegen ist es so seltsam, dass wir uns dann hinstellen als Gesellschaft oder auch, wie gesagt, politische Entscheider, die dann sagen, wir müssen jetzt aber unbedingt die Lufthansa mit 9 Milliarden Euro retten. Ja, aber auch der Gedanke, und ich glaube, der ist auch nochmal ganz wesentlich in diesem Jahr gewesen, Gesundheit. Mhm. Weil es ist etwas, was wir gerne übergehen irgendwie. Aber wenn du dann mal krank warst und im Krankenhaus gelegen hast, dann ist dir wieder klar, dass Dicker, das ist die Basis. Ja. Ohne Gesundheit geht gar nichts. Ja, das ist richtig. Gar nichts. Einfach auch nochmal nachdenken. Alter, was passiert mit Menschen, die nicht vollständige Gesundheit haben? Und ich finde,
Und das ist so erstaunlich daran, das ist mir jetzt in den Tagen noch bewusst geworden. Ey, die Opfer dieser Pandemie kommen total zu kurz. Die Todesfälle dieser Pandemie. Wann werden die betrauert? Gibt es eine Fahne auf Halbmast? Nix. Hier sterben jeden Tag Leute in der Anzahl einer Flugzeugkatastrophe. Und das läuft so unterschwellig weg. Und da stehen jeden Tag so viele Schicksale dahinter, wie man das bei einer Flugzeugkatastrophe erlebt. Und ich glaube, die Trauerbewältigung von dem, was da gesellschaftlich passiert und auch der Umgang mit den Toten, das ist leider mangelhaft. Weil wir uns damit beschäftigen, wie wir, wie gesagt, Flugzeuge retten, wie wir dafür sorgen, dass das System weiterläuft. Und auch verstehen, dass eine Regierung, die es tatsächlich fertig bringt, dir über ein Jahr lang Angst zu machen, eine schwache Regierung ist. Das ist keine starke Regierung. Das ist eine schwache Regierung, weil wir sind jetzt nach einem Jahr an einem Punkt, wo wir wirklich tatsächlich, jeder, der noch mal Corona sagt, dem wollen wir in die Fresse treten. Aber ja, man kann es nicht hören, auch ne? Dieses so permanente Angst machen, den Leuten Angst zu machen, Angst zu machen. Und das, jetzt mal ehrlich, das auch wirklich noch irgendwie finanziert von unseren Steuergeldern mit Gebühren. Wo man auch mal sagen muss, okay, es gibt einen Unterschied zwischen einer Regierung, die aufklärt, einer Regierung, die zuversichtlich ist und einer Regierung, die sagt, wir hätten eine zweite Welle, weil sich Menschen nicht dran gehalten haben, die also Schuld von sich weist, die jemand anderen Hauptsache in den Mittelpunkt der Schuld stellt, die Angst permanent schürt. Na, generell Angst Schuld. Permanent schürt. Schuld. So. Die Diskussion um Schuld ist total... Das ist eine schwache Regierung. Ja, das, also, das ist traurig. Also, und ich glaube, das haben wir wirklich feststellen können dieses Jahr. Also ich habe nicht das Gefühl, dass Frau Merkel versucht, mir Angst zu machen. So, das ist nicht mein Eindruck. Aber was wo ich dir total recht gebe, ist, die Diskussion um Schuld ist so absurd. Absolut. Weil das, es bringt nichts. Also mit und Angst, es führt nichts. Quoten machen ist in Ordnung. Na, das sollten wir darüber nicht nochmal nachdenken. Darüber können wir nochmal nachdenken. Das, aber und das war genau das, was unser Ansatz war. Corona, ein Dackel kackt in die Ecke. Corona, ein Sack Reis fällt in China um. Ja. Corona, ja. Lissabon, die Lampe ist kaputt gegangen. Ja. Corona, ich meine, ey, echt jetzt? Davon sind die Leute abgefressen, weil überhaupt gar keine Prozesse wirklich erklärt worden sind. Wir mussten uns vieles selber ziehen. Diese Verschwörungstheorien sind eine Lücke, die da nicht gefüllt das wurde. Stimmt. Aber und da muss man dann leider, ich guck mal, auch Medienmacher haben keine Erfahrungen mit Pandemien. Man darf nicht vergessen, dass alle das erste Mal in der Situation sind und alle Fehler machen. Das gehört. Es geht nicht darum, dass wir Fehler machen, sondern ich finde, es geht darum, dass diese Pandemie uns tatsächlich im Umgang, die Kommunikation innerhalb der Gesellschaft uns eine Sache gezeigt hat. Wir müssen einen Weg finden, wie wir uns nicht davon verführen lassen, dass Angst Clickbait ist. Ja, da und sagst du was. Erfolgreich bist, weil du anderen Angst machst. Sondern dass du da tatsächlich wieder zum Menschen wirst. Und ich habe überhaupt kein, ganz im Gegenteil. Also gerade ich habe ja nun wirklich von der Presse sehr viel Liebe dieses Jahr erfahren und sehr viel Unterstützung. Und ich bin denen unfassbar dankbar. Mhm. Ohne sie hätte ich dieses Jahr nicht so gut überstanden. Ohne Journalisten wie Pitt von Bebenburg, der Dinge recherchiert hat, die überlebenswichtig sind für mich, wäre dieses Jahr für mich anders gelaufen. Ja, aber Journalismus ist kein Clickbait. Richtig, aber die Maschinerie, die dahinter steckt. Ja. Die Maschinerie, aber diese großen, akkumulierenden... Aber da bist du ja ganz schnell bei dem Problem, dass eben ganz oft Medienbetreiber eben ihr Produkt, in Anführungszeichen, ihren Journalismus, eben nicht mehr für das Publikum machen, sondern für eine Form von Algorithmus, der dazu führt, dass überhaupt eine Form von Publikum erreicht werden kann. Weil es finanziert werden genau. muss. Genau, und es muss finanziert werden, beziehungsweise der Algorithmus folgen einem bestimmten Konzept, einer Idee, die hat nicht zwingend etwas damit zu tun, was die Leute interessiert. Ja. Das ist es nicht. Es ist das Triggern von, wie du gesagt hast, Gefühlen, Emotionen, Angst und so weiter. Ja. Und das ist halt, Angst ist dann halt immer ein stärkerer Trigger für einen Klick auf einen Beitrag als eben eine Form von Bestätigung oder Beruhigung. Ja. Ja? Und da wird es halt schwierig. Und vielleicht, hast du nicht Unrecht. Vielleicht ist es so, dass dieses Clickbait wie ein Training ist für uns. Dass diese Angst wie ein Training ist, weil ich habe die Oma ja nicht verprügelt heute.
Also gestern, die also das letzte Oma von letzter Woche. Letzte Woche, genau. Ihr wisst, ja, was ich meine. Im Zug, die Oma, die dich die angemacht Zug-Oma, hat. Die Zug-Oma, genau. Ja, ja. Diese Glühwein mit Blumen. Ja, aber ey, die ist aber, also um... Ich, ja, wir können, also ich wollte jetzt nicht nochmal. Aber gut, zum Feierabend, ist ja auch. Ich wollte keine Corona-Diskussion zum Feierabend. So dieses Jahr, ne? Nee, also das ist auch zu Recht, aber der Punkt mit der Angst oder der mangelnden Perspektive auf etwas Richtiges oder etwas Gutes, das sorgt ja schon dafür, dass Menschen sozusagen in so einer Konsumgesellschaft, wie der wir sind, sagen: Ey, wenn das alles schlimmer und schlechter wird, dann muss ich mir jetzt so viel wie es geht aneignen, kaufen, besorgen. So. Ja. Und dann sind wir wieder bei dem Thema, was jetzt die letzten beiden Sendungen im Prinzip ja dominant war, der Mangel an positiver Utopie. Ne, weil alles dystopisch ist. Was brauchen wir also grundsätzlich für eine positive Utopie? Etwas, auf das die Menschen sich freuen. Vertrauen. Vertrauen. Vertrauen, dass du geliebt wirst, dass du unterstützt wirst, dass du supported wirst und dass selbst wenn es scheiße aussieht, etwas, da gibt es etwas, was dich durchbringt. Und dass Veränderung nicht bedeutet, dass Sachen schlimmer werden müssen. Genau. Hast du ein Schokoladen? Es ist ja mein Schokoladenweihnachtsmann, aber okay. Damit schließt sich die Akte 2020. Ja, Akte 2020. Und ganz ehrlich, ich freue mich auf 2021. Warum? Ich freue mich drauf. Hör auf. Wallah, es ist so. Wir gehen ins dritte Jahr. Ist das das dritte schon? Nein, ist das dritte? Nächstes Jahr sind es zwei. Ist wie ein Monat. Ja? Aber wenn es gut ist, geht es halt auch schnell. So fühlt sich das an. Dankeschön. Hör ich oft. Dankeschön an dich. Ich danke dir. Ja, für jede Menge Inspiration. Hart. Und durch Leiden von Dingen, über die ich vorher in meinem Leben nicht nachgedacht habe. Ja, und ich habe die Erfahrung gemacht, dass mir ein Mann mal wirklich zuhören würde. Und das macht... Und tatsächlich sich mal drauf einlässt. Das ist auch eine neue Erfahrung für mich. Wusste nicht, dass es das gibt. Ich bin die Ausnahme. Und vor allen Dingen auch, dass du es geschafft hast, egal was ich dir hingeworfen habe, hast du noch mal auf ein neues Level gebracht. Und dafür liebe ich dich. Aber das ist ja ein... Also Heiße Fresse jetzt, das reicht, was ich gesagt habe. Um das Geschleime zu Ende zu bringen, basiert ja auf Gegenseitigkeit. Das eine wäre ja ohne das andere nicht möglich. Und unser Team, voilà. Natürlich, das Team gehört auch noch dazu. Voilà, was unser Team durchgemacht hat mit uns, du weißt nicht... Heute 14 Uhr? Ich dachte 16 Uhr. 16 Uhr. Aufzeichnung. Ich kann heute nicht, ich hab meine Tage. Voilà, Leute, ich bin noch in Frankfurt. Wie, wir müssen pünktlich senden? Ach, heute ist live. Voilà, ja. Den WhatsApp-Chat müssen wir irgendwann mal veröffentlichen. Ja. Also in dem Sinne, euch ein frohes Fest und einen besinnlichen Rutsch ins neue Jahr. Genau. Ohne Feuerwerk. Ja? Ohne Raketen. Wer immer da ein Problem mit draußen hat, dass am 31.12. nicht sinnlos wortwörtlich Geld verbrennen darf, der sollte mal seine Privilegien checken. Such dir deinen Partner und mach da ein Feuerwerk. Verstehst du, was ich meine? Oh. Sexual Tension ziehen. Verstehst du, was ich meine? Richtig Feuerwerk. Lass das alles raus. Schalten jetzt aus. Abonnieren, Leute. Abonnieren.